Hallo in die Runde und willkommen zu einem neuen Video Skat Stories Nummer 1. Habt ihr eben schon im Titel gesehen und fragt euch vielleicht, heißt das, es geht alles wieder von vorne los und alles wird komplett neu und anders? Nein, heißt es nicht. Ich freue mich aber, dass ihr so ein treues Publikum seid und dass ich, da ich jetzt schon so viele Videos gemacht habe, möchte ich mich einfach noch ein bisschen besser strukturieren, auch bezeichnen, was ist in so einem Video eigentlich drin. Und Skat-Geschichten, das sind echt gespielte Partien, die erlebt wurden. Wenn es denn geht, darf da gerne noch ein bisschen Hintergrundinformation dabei sein. Wer war am Tisch? Wo wurde es gespielt? Worum ging es überhaupt? Und was für Züge sind eben gespielt worden und hätten vielleicht auch anders gespielt werden können? Ja, am Montag im Clubabend schon mit Skatfreunden zusammengesessen, auf einem Bierdeckel erste Stichworte notiert, welche Partie könnte hier den Anfang machen. Und wir sind tatsächlich dazu gekommen, sie zu nennen, ein trügerischer erster Stich. Die Hauptdarstellerin in diesem Drama mit 10 Akten ist die Kreuzdame. Dazu dann gleich mehr. Bevor wir dazu kommen, habe ich noch einen kleinen Geschenketipp, passend zu Weihnachten und natürlich nicht ganz uneigennützig. Ich möchte tatsächlich, dass ihr die Läden stürmt, denn die Skatinsel, das Lernset, es ist endlich da. Es ist ein ganz tolles Juwel, wenn ihr mich fragt. Liebevoll gestaltet, ist wirklich klasse geworden. Wir können hier gerne mal gemeinsam reinschauen, was ihr in dieser Lernset-Packung vorfindet. Ihr findet zunächst mal ein Abenteuerheft Skatinsel. Das Heft zum Spiel, und das ist natürlich besonders als Appetitanreger für Nachwuchs-Skat-Spieler gedacht. Dann findet ihr hier die große Skat-Regelfibel. Es sind also alle Skat-Regeln erklärt und auch sehr liebevoll illustriert. Alles von mir verfasst. Könnt ihr mal reinschauen. Dann haben wir hier noch ein Poster. Das muss man jetzt nicht näher angucken. Das Wichtigste sind natürlich die Karten. Ihr findet also ein traditionelles französisches Deck und ihr findet aber auch ein Skatinsel-Deck mit den Karten, die ihr aus meinen Videos teilweise kennt, neu gestaltet, neu designt. Und hier haben wir sie ja schon, die Kreuzdame, unsere Hauptdarstellerin für die Partie gleich. Ich lese sie mal so als kleinen Merker hier oben an den Rand. Das ist also das Skatinsel-Lernset, und wem das jetzt dann doch ein bisschen zu skatlastig ist, wer aber trotzdem gerne Karten spielt oder im Bekanntenkreis jemanden kennt, es gibt ja noch mehr. Es gibt auch ein Rommi bzw. eine Spielebox mit 110 Karten. Rommi ist eine Variante, Kanaster und diverse andere Spiele sind natürlich auch möglich. Selbst Skat könntet ihr damit spielen. Auf jeden Fall sind in dieser Box natürlich auch Joker drin, und die Karten gehen bei der 2 los. Also da sind eine ganze Menge schöne Spiele mit möglich. Ja, hoffe, dass euch das interessiert. Hoffe, dass ihr die Läden stürmt. Amazon, da gibt es das auf jeden Fall. Und im Einzelhandel, wenn es das irgendwo nicht geben sollte, ja, dann bestellt doch gleich mal ein Dutzend. Ne? Das kann doch nicht wahr sein, dass es nicht in den Spieleregalen die Skatinsel, das Lernset gibt. Daran sollten wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Vor mir liegt sie nun, die Verteilung zur Skatgeschichte, ein trügerischer erster Stich. Zum Glück müssen wir uns mit nicht weniger begnügen als 4 Buben und 2 Assen. Dieses sehr edle Ausgangsblatt bekam vor einigen Jahren in der Endrunde einer deutschen ISPA-Mannschaftsmeisterschaft in Mittelhand allerdings ein Spieler aus Darmstadt. In Vorhand saß Timo Gless, ein sehr starker Spieler, in Hinterhand mein Mannschaftskamerad Fabian. Der reizte noch 0 Ouvert, kam natürlich gegen diese Bullenkarte nicht ans Spiel. So, die 0 Ouvert-Reizung hätte dem Spieler hier vielleicht eine kleine Warnung sein können, sein sollen. Trotzdem, mit 13 Augen im Keller, hat er sich getraut, diesen Grang anzusagen, hat nicht das sichere Herzspiel gemacht, sondern den Grang, und der erste Stich scheint ihm wirklich recht zu geben, dass er sich hier gut entschieden hat, denn es kam auf den Tisch Pik König. Spieler legt das Pik Ass, und von hinten zur Freude aller und zur Überraschung sicher auch fiel die Pik 10. Ein 25-Augen-Stich, das ist doch mal ein Auftakt nach Maß. Zusammen mit den 13 Augen in Karo sind das schon 38 Augen. Und das nehme ich doch gleich mal zum Anlass für die erste Zwischenfrage in die Runde. Wie viele Augen wird der Alleinspieler jetzt eigentlich mindestens bekommen, beziehungsweise ist das Spiel damit schon sicher gewonnen? Pausiert gerne auch mal kurz das Video, wenn ihr drüber nachdenken sollt. Ansonsten löse ich es jetzt gleich auf.
60 Augen hat der Alleinspieler nach diesem Stich schon sicher. Zu den 38 bekommt er natürlich noch das Kreuz Ass und die vier Buben. Das sind 57 und ein Pflichtbild ergibt sich daraus, dass er selber drei Luschen in der Hand hat, es insgesamt nur 12 Luschen gibt und der Alleinspieler noch 5 sichere Stiche macht. Da können die Gegenspieler ihm eben nur 9 Luschen draufgeben und müssen automatisch mindestens eine Dame rausrücken. Also 60 Augen schon sicher. Trotzdem, das Spiel ist noch zu verlieren, aber nur, wenn es wirklich ganz, ganz unglücklich sitzt. Wüsste der Spieler, wie die Restkarte verteilt ist, würde er auf jeden Fall gewinnen. Da er das nicht wusste, hat er sicher mit dem stärksten Zug fortgesetzt, und zwar mit einer Herz-Lusche. Das Spiel ist jetzt nur zu schlagen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Pik 10 wirklich blank war, alles andere wäre ja auch Irrsinn, dann wissen wir ja schon, dass in Vorhand 5-mal Pik sitzen. Und damit das Spiel jetzt noch zu schlagen ist, müssen alle Herzen auch in einer Hand sein, und zwar ebenso hier bei Vorhand, denn wenn die Herzstiche in Hinterhand sitzen, dann wird es dem Alleinspieler nach drei Stichen Herz gelingen, den einen benötigten König rauszuholen. Nun kam es aber tatsächlich, wie es denn kommen soll und kommen muss, sonst zumindest hätten wir hier dieses Video nicht. Es saß tatsächlich so: auf die Herz-Lusche flog direkt das Karo Ass rein. Vorhand hatte also zu den 5 Piken auch noch 4 Herzen. Also, jetzt gibt es natürlich eine fast gezwungene Zwischensequenz. Auf Herz Ass folgte Herz 10. Bedient. Nächste Wimmlung 42. Und es folgte natürlich auch Herz König, Herz Dame. Und aus Hinterhand flog jetzt hier der Karo König auf 53 Augen. Und ja, 53, das ist aber übel, denn es sind jetzt noch drei Bilder im Spiel: Kreuz, Dame und König und die Pik Dame. Und damit ist das Spiel genau dann verloren, wenn Vorhand noch welche Karte in der Hand hält? Als zehnte, als unbekannte Karte. Ich hatte es ja schon verraten, also Spoiler-Alarm, es ist die Kreuz Dame. Nur die Kreuz Dame macht nach Wimmlung von Karo Ass, Karo König und Kreuz 10 das Spiel kaputt, denn dann könnten jetzt noch genau diese 7 Augen fallen. Was soll ich euch jetzt sagen? Es war auch tatsächlich die Kreuz Dame noch hier blank, aber der Spieler hier hat jetzt die Pik Dame angeboten. Er hat vielleicht bei 53 liegen einen Überstich gesucht. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, was sagt ihr denn jetzt zu der vor euch liegenden Pik Dame? Was solltet ihr damit am besten machen? Ich gebe euch wieder einen kleinen Moment. Die Aufgabe ist schon irgendwie kompliziert, anspruchsvoll zumindest. Da müsst ihr sehr genau drüber nachdenken, was ist alles bekannt. In der Tat, es geht hier um die Karten von Vorhand, von denen schon eine ganze Menge bekannt sind. Tatsächlich hat Vorhand dem Alleinspieler jetzt hier gerade auf dem goldenen Tablett ein Friedensangebot unterbreitet, denn die Pik Dame ist ein Siegzug für den Alleinspieler. Er sollte stechen, das hat er auch getan. Hinten wurde irgendwas abgeworfen. Und jetzt kann der Alleinspieler gewinnen, wenn er das Spiel wie fortsetzt. So sieht's aus. Weil 9 Karten von hier bekannt sind, fehlt ja nur noch eine, und das muss eine Kreuzkarte sein, beziehungsweise es sind nur in Kreuz überhaupt noch Bilder unterwegs. Mit dem Kreuz Ass hätte der Alleinspieler mit Sicherheit das letzte mögliche Bild aus Vorhand rausgezogen. Das ist die Kreuz Dame oder eben auch den Kreuz König, das weiß er nicht. Auf jeden Fall das letzte Bild, was Vorhand hat, denn ansonsten hat er natürlich noch drei Pik-Luschen und die letzte Herz-Lusche. Stattdessen hat der Alleinspieler aber diese Gedanken sich nicht gemacht. Er hat hier noch einmal unter durchgespielt und dann passierte es. Es fiel Kreuz König und da ist sie, die namensgebende, die verfluchte Kreuz Dame auf 60 Augen, zumindest verflucht, wenn man in der Haut des Alleinspielers gesteckt hat. Wenn der Spieler in Vorhand nun in seine 4 Herzen gegriffen hätte, statt in den Fünferzug Pik, dann wäre das Spiel sicher ohne großen Pedalisens zu Grabe getragen worden. Pik 10 wird dann direkt gewimmelt, Karo Ass und Kreuz 10 auf 59 schon nach 3 Stichen.
Der letzte Kreuzstich, da hätte dann ein Bild so oder so gereicht. So wie es jetzt aber lief, war es natürlich brutal, denn nur wenn hier nun noch die vier Herzen sitzen und tatsächlich auch die Kreuzdame, damit das Spiel wirklich zwingend bei jeder Entscheidung des Alleinspielers verloren ist, konnte er dieses Spiel noch verlieren und die Chance dafür, für eine Restverteilung 5 Karten aus 15 genau hier noch hin zu verteilen, da ist die Chance 1 zu 3003. Das nenne ich jetzt mal wirklich dumm gelaufen. Damit haben wir es doch schon. Ich hoffe mal, dass ihr diese Partie genauso interessant fandet wie ich. Ganz besonderer Dank gilt einmal mehr Fabian, der sich demnächst bei mir meldete mit so einer Nachricht. Daniel, wolltest du nicht nochmal ein Video machen über diesen Gang, wo dann im fünften Stich die Pik-Dame kam anstelle der Kreuzdame? Und ich denke noch so, ja, da war doch was, aber wovon ganz genau spricht er eigentlich? Zum Glück konnte er meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Kleine Nachhilfestunde in Wahrscheinlichkeitsrechnung habe ich von ihm auch noch bekommen. Deswegen wissen wir so ganz genau, wie brutal Skat eigentlich ist. Bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Bedanke mich ganz besonders bei meinen zahlreichen Sponsoren, die diesen Kanal besonders unterstützen. Hoffe, ihr habt Interesse, euren Lieben zu Weihnachten mit ein paar Skat-Inselkarten zu beglücken. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Wir sehen uns bald. Bis dahin, wie immer, gute Nacht.